interessant. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Mädchen mit dem Namen Rapunzel. Sie hatte lange blonde Haare und ein bezauberndes Lächeln. Sie lebte in einer kleinen Stadt. Und jeder, der sie traf, mochte sie auf Anhieb. Sie war Friseurin und da sie immer freundlich und zuvorkommend war, hatte sie in ihrem Salon reichlich Kundschaft. Wie üblich ging sie jeden Morgen von zu Hause zu ihrem Friseursalon. Guten Morgen! Ist das nicht ein wundervoller Tag? Guten Morgen, Rapunzel. Du bist so ein süßes Kind. Als sie an ihrem Geschäft ankam, bildeten die Leute bereits eine Schlange vor der Tür. Wo bleibst du denn, Rapunzel? Ich werde zu spät zur Arbeit kommen. Komm, mach schnell die Tür auf. Okay, okay, keine Sorge. Ich werde mich sofort um jeden kümmern. Allerdings gab es einen weiteren Friseursalon gegenüber von Rapunzel. Die Besitzerin dieses Ladens war eine böse, eifersüchtige Frau namens Evelia. Sie musste aus jeder Stadt ausziehen, in der sie gewesen war, weil sie keine erfahrene Friseurin war und sie ihre Kunden nicht gut behandelte. Mit neidischem Blick verfolgte sie jede von Rapunzels Bewegungen. Evelia wollte sich mit Rapunzel treffen, damit sie sich mit ihr anfreunden konnte. So konnte sie Rapunzel besser kennenlernen und ihre Schwächen entdecken. Evelia wollte sie loswerden, damit sie die einzige Friseurin in der Stadt werden konnte. Sie wartete, bis Rapunzels Kunden gegangen waren. Hallo, Nachbarin. Hallo. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich einen Frisiersalon direkt gegenüber von deinem eröffnet habe. Überhaupt nicht. Ich bin sogar sehr froh darüber. Es gibt so viele Kunden in der Stadt, dass wir beide genug zu tun haben werden. Und außerdem, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich verstehe. Ich bin ein harter Konkurrent. Da kannst du dir sicher sein. Prima. Also, erzähl mal. Warum bist du Friseurin geworden? Ich war an vielen Orten und habe viele Freunde gefunden, aber das ist mir nicht genug. Ich möchte mich nützlich machen und Menschen helfen. Ich liebe es, die Menschen zu verschönern. Du bist also eine talentierte Friseurin. Ja, das bin ich. Und was ist mit dir? Warum bist du Friseurin geworden? Ich arbeite nur des Geldes wegen. Mehr interessiert mich nicht. Das ist seltsam. Trotzdem wünsche ich dir, dass du hier findest, was du suchst. Viel Glück mit deinem neuen Friseursalon, Nachbarin. So vergingen die Tage. Während Rapunzel ihrem Leben nachging, war Evelia nicht erfolgreich in ihrem Job. All ihre Kunden verließen unglücklich ihren Salon. Evelia erkannte schließlich, dass sie in diesem Job nicht gut war. Also schmiedete sie einen bösen Plan. Ich glaube, ich hab's herausgefunden. Ich weiß, was ich dir antun werde, Rapunzel. Am Abend, nachdem Rapunzel ihren Laden geschlossen hatte, schlich sich Evelia in Rapunzels Friseursalon. Sie wollte Rapunzel eine Lektion erteilen, die sie nicht vergessen würde. Sie leerte die Shampooflaschen und füllte sie mit Kleber. Sie wusste, dass ihre Kunden Rapunzels Salon nie mehr besuchen würden, wenn sie klebrige Haare hätten. Niemand kann mit Evelia konkurrieren, du blöde Kuh! Morgen wird das Ende deiner Träume gekommen sein. Ha 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 ha!
Am nächsten Morgen eröffnete Rapunzel ihren Laden wie gewohnt. Ihr Hund Haselnuss begleitete sie. Rapunzel begann sofort mit dem Aufräumen. Während Rapunzel die Böden fegte und die Möbel entstaubte, tapste Haselnuss aufgeregt herum. Während Rapunzel das Spülbecken wischte, stieß Haselnuss eine der Shampooflaschen in der Nähe des Waschbeckens um. Der arme Haselnuss blieb an Ort und Stelle wegen des verschütteten Klebers stecken. Rapunzel befreite Haselnuss sofort aus dieser klebrigen Masse. Sie fragte sich, wer so etwas Schreckliches tun könnte. Wäre nicht der arme Haselnuss gewesen, hätte sie den Kleber in die Haare ihrer Kunden gegossen. Mit einem unheimlichen Lächeln im Gesicht wartete sie und wartete. Mal sehen, was du machen wirst, wenn deine Kunden klebrige Haare haben. Stunden später sah Evilia, wie Rapunzels Kunden mit einem breiten Lächeln im Gesicht den Salon verließen. Das böse Grinsen auf Evilias Lippen begann zu verblassen. Wie kann das sein? Wie hat diese kleine blonde Hexe geschafft, meiner Falle zu entkommen? Rapunzel war ein sehr kluges Mädchen und erinnerte sich an Evilias Kommentar, konkurrenzfähig zu sein. Also tat sie so, als ob ihr eine der Flaschen, die Evilia mit Kleber gefüllt hatte, aus Versehen hinfiel und ging wieder hinein. Evilia wollte verstehen, was schiefgelaufen war. Daher wusch sie ihre Haare mit Kleber und dachte, es sei Shampoo. Ihre Hände blieben an ihren Haaren kleben. Sie war wütend, als sie merkte, dass sie ausgetrickst worden war. Dafür wirst du bezahlen, Rapunzel. Ich werde es dir heimzahlen. Am nächsten Abend schloss Rapunzel zufrieden ihren Salon ab. Sie wusste, dass sie gute Arbeit geleistet hatte. Auf dem Heimweg versteckte sich hinter den Bäumen ein Schatten. Es war niemand anderes als Evilia. Ich werde dich dafür bezahlen lassen. Evilia ging zurück, um einen Benzinkanister zu holen und goss das Benzin um Rapunzels Salon. Sie zündete ein Streichholz an und setzte das Benzin in Brand. Mit einem bösen Lächeln im Gesicht stand Evilia vor ihrem eigenen Laden und sah zu, wie Rapunzels Salon in Flammen aufging. Aber Evilia hatte nicht bemerkt, dass ihre Haare versehentlich Feuer gefangen hatten, als sie Rapunzels Laden in Brand gesetzt hatte. Nun schlugen die Flammen auch auf Evilias Laden über. Zwei Friseursalons standen jetzt in Flammen. Es war zu spät, etwas zu tun. Am nächsten Morgen, als Rapunzel an ihrem Salon ankam, fand sie nur noch die Asche vom Gebäude. Sie fiel vor Trauer auf die Knie und fing an zu weinen. Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe so viel Zeit und Geld in meinen Salon gesteckt. Die Stadtbewohner kamen zu Rapunzel. Sie trauerten mit ihr. Wir müssen ihr helfen. Was können wir machen? Ich kann ihr ein Jahr die Miete erlassen. Ich kann die ganzen Holzarbeiten übernehmen. Und ich kann ihr die Ausrüstung und das Zubehör zur Verfügung stellen. Ich kann den Salon anstreichen. Als Rapunzel all dies hörte, war sie so glücklich, dass sie vor Freude anfing zu weinen. Na dann, los, lass uns anfragen. Alle Stadtbewohner starteten mit der Arbeit und bauten einen neuen Friseursalon für Rapunzel. Und dieser war viel schöner als der erste. Ich weiß nicht, wie ich euch allen danken soll. Du kannst dich bei uns bedanken, indem du weiterhin so nett und freundlich bist. Und was passierte mit Evilia? Sie schämte sich und konnte es nicht ertragen, dort zu bleiben. Also verließ sie wieder einmal eine Stadt. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein Mädchen namens Rapunzel in einer Stadt am Meer.
Sie hatte lange blonde Haare und ein bezauberndes Lächeln. Guten Morgen! Guten Morgen, Rapunzel! Rapunzel liebte es, Videos von den Orten zu machen, die sie besucht hatte. Ihre Klassenkameraden und Lehrer liebten Rapunzels Videos und ermutigten sie, noch mehr zu drehen. Ich denke, du solltest daraus noch mehr machen. Ja, deine Videos sind fantastisch. Die sollten noch mehr Leute sehen. Ihr übertreibt. Warum sollte sich jemand meine Videos ansehen? Das sehe ich anders. Es gibt viele dumme Videos im Internet. Deine jedoch zeigen schöne Bilder und nützliche Informationen. Du liest viel. Du solltest dieses Talent nutzen. Schließlich machte sich Rapunzel ernsthafte Gedanken. Wer weiß, wenn ihre Videos eine hohe Anzahl an Zuschauern hätten, könnte sie eines Tages eine berühmte YouTuberin werden. In Ordnung, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Keine Sorge. Komm morgen nach der Schule zu mir nach Hause. Dann sehen wir weiter. Rapunzel ging glücklich nach Hause. Ihre Freunde blickten ihr bewundernd nach. Alle bis auf eine, Evilia. Evilia war eifersüchtig auf Rapunzel und sah sie als Rivalin in allem, was sie tat. Sie wollte die beliebteste Schülerin an der Schule sein, aber so sehr sie es auch versuchte, Rapunzel übertraf sie jedes Mal und das machte Evilia verrückt. In dieser Nacht träumte Rapunzel, was sie tun würde, wenn sie YouTuberin wäre. Am nächsten Morgen eilte sie hinaus, ohne auch nur zu frühstücken. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen, Rapunzel. Willkommen. Komm herein. Ich habe etwas recherchiert. Du musst wissen, das ist keine leichte Aufgabe. Ich habe bereits an viele Dinge gedacht. Tada! Aber, Frau Lehrerin... Dies ist ein Geschenk für dich. Aber ich... Währenddessen belauschte Evilia die beiden durch das geöffnete Wohnzimmerfenster. Wie rührend! Ich weiß nicht, was sie an diesem Mädchen findet. Ich bin viel intelligenter und talentierter. Und ich habe mein eigenes Geld, um mir eine Kamera zu kaufen. Warum gehst du nicht und drehst ein atemberaubendes Video? Du hast jetzt alles, was du brauchst. Ha! Ich zeig euch, wer alles hat, was er braucht. Bevor ich es vergesse, du brauchst noch ein Mikrofon und ein Computerprogramm, um die Videos zu bearbeiten. Ich habe bereits alles für dich besorgt. Rapunzel umarmte ihre Lehrerin und ging überglücklich nach Hause. In ihrem ersten Video wollte sie ihre Stadt vorstellen. Nach ein paar Vorbereitungen drehte sie von den beliebtesten Plätzen ein paar tolle Aufnahmen und befragte die Stadtbewohner. Sogar der Bürgermeister nahm sich Zeit für ein Gespräch mit Rapunzel. Sie erstellte einen YouTube-Kanal und lud ihr Video hoch. Rapunzel war so aufgeregt, dass sie alle 10 Minuten auf ihrem Telefon nach der Anzahl der Zuschauer und deren Kommentaren sah. Die erste Nacht war eine große Enttäuschung. Am nächsten Morgen, als sie aufwachte, hatte sich nichts geändert.
Sie war traurig und ging direkt zu ihrer Lehrerin. Was habe ich falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht, mein Kind. Und warum hat es sich dann niemand angeschaut oder einen Kommentar hinterlassen? Geduld! Du musst mehr Videos machen, damit die Leute dich entdecken. Rapunzel hörte auf den Rat ihrer Lehrerin und machte sich an die Arbeit. Sie wollte jeden Tag ein Video drehen und es in ihren YouTube-Kanal hochladen. Sie hatte keine Probleme, da sie alles bis ins Detail geplant hatte. Die eifersüchtige Evilia saß ebenfalls nicht untätig herum. Sie hatte ebenfalls ihren eigenen YouTube-Kanal erstellt und hatte begonnen, Videos zu drehen. Eines Morgens wachte Rapunzel auf. Auf dem Schulweg kontrollierte sie ihren YouTube-Kanal und war überrascht. Tausende von Zuschauern, Hunderte hatten ihren Kanal abonniert und positive Kommentare hinterlassen. Da kam eine Freundin auf Rapunzel zugerannt. Was ist letzte Nacht passiert, als du geschlafen hast? Irgendwas muss passiert sein. Ein Social-Media-Influencer mit Millionen von Abonnenten hat eins deiner Videos gesehen und eine Empfehlung an seine Abonnenten geschrieben. Unsere Lehrerin hatte recht. Als sie an der Schule ankam, gratulierten alle Rapunzel. Alle bis auf eine, Evilia. Sie wanderte wütend auf und ab und teilte ihren Ärger jedem mit, der vorbeikam. Währenddessen lasen Rapunzel und ihre Freundinnen die Kommentare. Hast du gelesen? Ich liebe deine Stadt. Nächsten Sommer komme ich sie besuchen. Und das hat jemand aus dem Ausland geschrieben. Die Leute sind tausende Meilen von uns entfernt und wollen bei uns Urlaub machen. Die Kommentare machten Rapunzel sehr glücklich. Sie fühlte sich großartig. Rapunzel umarmte glücklich ihre Lehrerin. Der Bürgermeister möchte dich sehen. Er möchte dir einen kleinen Preis für deinen Beitrag über unsere Stadt geben. Rapunzel hat unsere kleine Stadt in der Welt bekannt gemacht. Nun werden viele Touristen kommen. Im Namen unserer Stadt bedanke ich mich herzlich bei dir. Ich muss das beenden. Wenn ich schon nicht eine bessere YouTuberin als Rapunzel sein kann, muss ich sie wenigstens aufhalten. Evilia plante etwas Hinterhältiges. Sie wollte so schnell wie möglich damit beginnen und Rapunzel somit den Wind aus den Segeln nehmen. Evilia wartete bis Mitternacht. Als alle eingeschlafen waren, schlich sie zu Rapunzels Haus. Als erstes kontrollierte sie die Umgebung. Sie stand vor Rapunzels Schlafzimmerfenster. Nachdem sie sich versichert hatte, dass ihr niemand zusah, öffnete sie das angelehnte Fenster. Rapunzel schlief tief und fest. Evilia schlich hinein und nahm Rapunzels Kamera, Mikrofon und Computer, um sie zu zerstören. Dann konnte Rapunzel keine Videos mehr drehen. Als sie hinausgehen wollte, stolperte Evilia über Rapunzels Haare und fiel hin. Rapunzels Hund Haselnuss wachte auf, sprang auf Evilia und leckte ihr das Gesicht ab. Da knipste Rapunzel das Licht an und erschrak, als sie Evilia sah. Beschämt ran Evilia fort. Ihre Kamera, ihr Mikrofon und ihr Computer waren alle kaputt gegangen, als Evilia hingefallen war.
Am nächsten Tag drehte Rapunzel ein Video von ihrer zerstörten Ausrüstung mit ihrem Telefon und lud es in ihren Kanal hoch. All ihre Abonnenten, die sie so traurig sahen, kauften ihr gemeinsam eine brandneue Ausrüstung. Evilia schämte sich und versteckte sich für eine lange Zeit zu Hause. Rapunzel wurde mit ihren Videos durch YouTube und den sozialen Netzwerken noch berühmter. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.